Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU, offensichtlich haben Sie Ihrem Kollegen Paetke am 14.8. im Ausschuss nicht getraut. Da hat er sehr würdevoll das Anliegen, was ja Ihres ist, Herr Dombrovskis, schon vertreten. Aber Sie haben ihm offensichtlich nicht geglaubt und deshalb gibt es heute noch den Antrag in der Landtagssitzung. Genau. Und dann habe ich ja zur Kenntnis genommen, Sie haben ohnehin vor Stunden schon gemeinsam mit Frau Heinrich eine Presseerklärung abgegeben. Was hier in der Debatte passiert ist, die wir gerade erst geführt haben, finde ich auch, kann man noch lernen davon, wenn man vorher schon alles weiß. Genau, so sind sie. Also, wir haben ja in Brandenburg hier im Parlament schon eine Menge erlebt, Herr Senftleben. Sie sind ja auch schon eine Weile Mitglied im Parlament, ich noch ein paar Tage länger. Die Mücke gab es noch nicht. Und die Mücke, meine Damen und Herren, gehört zum Brandenburger Sommer jedes Jahr dazu, mal mehr, mal weniger. Mücken sind lästig, das kann ich bestätigen, denn wenn nur eine Mücke im Raum ist, ich werde ganz sicher davon gestochen, aber ich kann die Mückenplage, dass sozusagen wir im Rahmen der Daseinsvorsorge die Landesregierung aktiv werden soll, beim besten Willen nicht erkennen, Herr Dombrovski. Also nach jetzigem Kenntnisstand, und das haben die Vorrednerinnen und Vorredner bestätigt, eine Gesundheitsgefährdung geht von den Mücken im Land Brandenburg nicht aus, Herr Breetz. Es sei denn, es hat Sie irgendwer anders gestochen. Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass das ZALF in Müncheberg sehr genau die Mückenpopulation in Brandenburg beobachtet und auch da ganz deutlich, Sie haben es ja schon bestätigt, die Ansage gemacht worden ist, dass es keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt durch die Mücken, sowohl vom Hundehautwurm in Mücken nicht, wie die asiatische Buschmücke, die es dieses Jahr in Niedersachsen gegeben hat. Und es wird ja auch immer darauf verwiesen, weil der eine oder andere auch Angst hat, an Malaria zu erkranken, dass im Durchschnitt 4 bis 13 Fälle im Jahr in dieser Spanne Malariaerkrankungen in Brandenburg Patienten daran erkranken. Das sind aber in jedem Fall mitgebrachte Reiseerkrankungen und sind nicht in Brandenburg erworbene Erkrankungen. Frau Ministerin, möchten Sie eine Frage am Mikrofon 6 gestellt durch Herrn Dombrovski? Nein. Das können wir zum Schluss geht nicht. Ne? Ich komme jetzt erstmal zum Hochwasser. Genau, müssen wir nicht. Eigentlich müssen wir zum Ende kommen. Die Hochwasserereignisse in diesem Jahr haben dazu beigetragen, dass regional die eine oder andere Mücke mehr vorhanden war. Das ist klar, Sie haben es beschrieben, durch Vernässungsprozesse. Wir haben uns aber bemüht, gerade was die Flutung der Havelpolder betraf, rechtzeitig abzupumpen, damit auch die Mückenpopulation gar keine Chance hat, hier eine Entwicklung zu erfahren. Sie haben immer wieder verwiesen auf Sachsen-Anhalt, Herr Dombrovski, das Hochwasser. Und da darf ich Sie daran erinnern, im Land Sachsen-Anhalt, in unserem Nachbarland, war von weitaus größerer Fläche betroffen als in Brandenburg. Und dass da die Menschen eine andere Mückenschar vor Ort hatten, ist schon verständlich, dass Sie dann im Landtag versucht haben zu reagieren. Ich will Ihnen aber noch mal Will Sie daran erinnern, womit wollen Sie denn, mit welchen Produkten wollen Sie denn die Mücke bekämpfen? Mit welchen Biozidprodukten? Wir haben, also die BLS haben Sie angeführt, ist für den Eichenprozessionsspinner und nicht für die Schmetterlingslarven. Und die Vergleiche hinken, lieber Kollege, und auch Sie sollten mal zuhören, von dem Eichenprozessionsspinner gehen ernsthafte Gesundheitsgefährdung aus, bis hin zu Atemwegserkrankungen ernstzunehmende. Das wissen Sie, das ist also nicht einsetzbar. Wir haben das Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung, sind 75 weitere Biozidprodukte registriert, neben DIBEL-ES 45 sind gar nicht verkehrsfähig. Hören Sie zu, weil Sie wollen ja, dass wir irgendwas einsetzen. 28 von den 8, also 45 sind nicht verkehrsfähig, 28 benötigen ab September eine neue Zulassung, also eine Zulassung gibt überhaupt keine. Und bei den 2 verbleibenden Produkten, die es gibt, gibt es überhaupt keine Prognose, ob sie überhaupt verwendet werden dürfen, auch über das Jahr 2014 hinaus. Soll also heißen, Ihre Beispiele, die Sie angeführt haben, Bekämpfung mit diesen Präparaten am Oberrhein, also in Baden-Württemberg, ist festzustellen, nur ganz punktuell.
und mit gerade noch und schon länger her zugelassenen Präparaten. Also das hat stattgefunden, ganz punktuell. Und dann wissen Sie, oder ich sage es Ihnen, wenn Sie es bisher nicht gewusst haben, dass die Hochwasser von den Hochwasserereignissen betroffenen Länder Bayern und auch Sachsen-Anhalt aus gleichen Gründen, also kein vorhandenes Präparat, Abstand genommen haben, flächenhafte Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten, weil es gar kein wirkungsvolles oder wirksames Präparat gibt. Also, solange soll heißen, meine Damen und Herren, mit dem Hochwasser und den Folgen des Hochwassers sich auseinanderzusetzen, ist ja klug. Mit der Mücke würde ich vorschlagen, haben wir gemacht, war ja möglicherweise Ihr Anliegen, dass wir uns damit beschäftigen. Aber Ministerin, ich glaube, die Kollegen Tag, haben alle Sie deutlich gemacht, es war eine Frage aus des der Mücke einen Elefanten zu machen. Und so können wir es, glaube ich, heute belassen. Frau Ministerin, Herr Abgeordneter Petke hatte noch zum richtigen Zeitpunkt eine Herr Frage Petke gestellt. Herr Petke hat schon im Ausschuss ganz viele Fragen gestellt. Ich würde es jetzt mal dabei belassen. Ich finde, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Herr Petke kommt in die nächste Ausschusssitzung. Da können wir gerne das Thema wieder aufgreifen.